Fenster, das hatte ich schon immer. Doch lohnt es nie, ans Fenster zu gehen, denn meine Aussicht ist gar nicht schön, nur eine Mietskaserne. Doch wie ich neulich ganz aus Versehen kam in die Nähe vom Fenster zu stehen, bemerkte ich plötzlich schräg vis-à-vis ein weibliches Mädchen so schön wie noch nie. Und nun guck ich furchtbar gerne, wenn ich mich aus dem Fenster lehn, kann ich grad in ihr Fenster sehen. Doch so oft ich zum Fenster lauf, niemals kommt sie zu mir rauf. Morgens, mittags guck ich hin. Abends auch? Nein, abends hat's keinen Sinn, denn dann ist sie müde und sie geht zur Ruhe und zieht zu. Man tat mit den größten Bemühen sehr viel, um mich gut zu erziehen. So weiß ich sehr wohl, dass sich das nicht schickt, wenn man in fremde Fenster blickt, aber ich tu's ja bloß bei Tag. Dass sie mich gesehen und gerufen hätt. Und weiter träum ich, dass ich wie ein Gangster geklettert wär durch ihr offenes Fenster und in dies leise sage: Wenn ich mich ein wenig aus dem Fenster lehn, kann ich ganz deutlich in dein Fenster sehen. Doch so oft ich auch zu meinem Fenster lauf, niemals, 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 niemals guckst du zu mir rauf. Morgens, mittags guck ich hin. Abends auch? Nein, abends hat's doch keinen Sinn. Denn dann ist sie müde und sie geht zur Ruhe und zieht zu. So oft ich auch zu meinem Fenster renn und lauf, niemals, 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 niemals guckst du zu mir rauf. Morgens, mittags, immer guck ich hin. Abends auch? Nein, ich hab doch schon zweimal gesagt, jetzt abends hat's doch keinen Sinn, denn dann ist sie müde und sie geht auch irgendwann zur Ruhe, nicht wahr? Und zieht zu.